Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Besserungsanstalt an Tag 28 und ich würde ganz gerne jetzt erstmal hier diese schneeweißes Geschäftgeschichte ein bisschen weiter voranbringen, also das heißt mit diesem Mario Griffin sprechen. Ich glaube nur nicht, dass wir den wirklich irgendwie, also ich schätze mal, dass wir den einfach ausfindig machen müssen, also manuell suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn man hier mal reinschaut, zum Beispiel hier werden ja die beiden Sprechblasen angezeigt, das sind die Leute hier im Wachzimmer, mit dem man zocken kann und der andere, der uns ein Level gibt, also beziehungsweise wo wir halt unsere Upgrades bekommen. Hier drüben haben wir aber auch zwei Sprechblasen in der Werkstatt. Schauen wir vielleicht da mal hin. Vielleicht ist ja da der Richtige dabei. Und ansonsten einfach die Ohren, die Augen offen halten, ob wir den Richtigen finden. Dann schauen wir erstmal in die Werkstatt. Richard Hall. Also hier werden ja... Ah, so, hier hinten werden Sprechblasen angezeigt. Ah, da könnte natürlich sein, die sind ja gerade am Arbeiten, dass wir hier... Na, Moment mal. Ah, okay. Da ist er ja. Der Gesuchte, die gesuchte Person. So, dann quatschen wir mal mit ihm. Ich habe Beweise, dass du Drogen in Leichensäcken schmuggelst. Und es wäre besser für dich, wenn du deine Tat freiwillig gestehst. Also ich, man muss ja dazu sagen, ich bin ja quasi verkörpere ja Recht und Gesetz in diesem Gefängnis, wie wir alle wissen. Deswegen bin ich natürlich auch derjenige, der jetzt hier die Sachen aufdeckt. Ja, ich habe selbst eine versteckt. Also ob das natürlich gut ist für den Respekt bei den Wärtern, sei mal dahingestellt. Okay, er will nichts verraten. Und ich will natürlich nur die Wahrheit wissen. Ich will ja nichts Böses. Okay, er weigert sich. Nicht, wenn du gestehst und um Schutz bittest. Die Polizei kann deine Familie verstecken, wenn sie wirklich in Gefahr ist. Also, Zeugenschutzprogramm. Okay, und schon gibt es zu. Das ging ja einfach. Wie lange hat es jetzt gedauert hier? 30 Sekunden und wir haben den Mann überzeugt, sein Leben quasi wegzuwerfen. Okay, jetzt geht es noch irgendwie um die Hintergründe. Wir wollen wissen, wo die Sachen herkommen und so weiter und so fort. Interessiert mich ehrlich gesagt nur am Rande. Kann aber gut sein, dass sich diese Aufgabe, also diese Quest einfach noch ein bisschen weiterzieht und wir hier noch ein paar weitere Dinge rausfinden wollen. Ich habe meine Gründe. Vielleicht kann man ja auch noch eine Entscheidung treffen, ob man dann vielleicht also den legalen Weg weitergeht oder ob man sich quasi, ob man hier mitmacht bei dieser ganzen Schmuggelgeschichte. Das kann kein Happy End nehmen, ja, das befürchte ich leider auch. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Okay, er will jetzt wissen, was mit ihm passiert. Ich sage, okay. Jetzt haben wir Auswahlmöglichkeit. Ich sage der Polizei, dass du kooperiert hast. Deine Familie ist in Sicherheit. Du wiederum wirst nicht einmal angeklagt. Das hängt davon ab, was du der Polizei sagst. Würde ich sagen, ja, das klingt gut. Ich werde mich nicht zu erkennen geben. Noch nicht. Also er ist noch nicht so ganz überzeugt. Okay. Dann sollen wir mit Albert Robinson reden. Okay, das ist dann wohl einer von den Gefangenen, die da irgendwie mit involviert sind, nehme ich mal an. Okay, wir müssen sowieso zum Zellentrakt, von daher werfen wir hier nochmal kurz einen Blick rein. Gut, ab zum Zellentrakt und dann dürfte sich ja der Robinson dort zwangsweise aufhalten. Wobei er auch gerade noch erwähnt hat, wir sollen mit dem Aufseher sprechen. Okay, gut, wir machen erstmal Anwesenheitskontrolle. Antreten, Männer. Mr. Taylor, Appell. Niemand wird auf dich warten. Ach so, er sitzt noch, er ist noch beschäftigt. Er will das hier noch beenden. Dein Ton gefällt mir nicht. Machen wir mal. So, mal freundlich, gibt ein bisschen Respekt und er kann weiter kacken. So. Kann ich auch verstehen, denn ich habe ihnen ja wunderbare Toiletten zur Verfügung gestellt. Ist hier mal Ruhe jetzt, wir haben Appell. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sehr gut. Gut.
So, mit ihm sollen wir sowieso sprechen und da drüben geht's auch schon wieder ab. Kann es sein, dass die Aggression irgendwie zugenommen hat? Müssen wir den melden? Nee, der steht wieder auf, ne? Komm raus da, Junge! Raus! Sehr gut. Ach, so funktioniert es also auch. Also quasi komplett nonverbal. Hier, schon wieder hier drüben. Jetzt ist mein Pfefferspray leer. Ich zahle das Pfefferspray übrigens nicht. Und hier drüben geht's auch schon wieder ab. Und er läuft hier einfach rum. Als wäre hier nichts passiert. So, haben wir es dann mal, ja? Aufstellung nehmen. So, ihn müssen wir noch motivieren hier. Ich bin mal freundlich. Ich reiß mich mal zusammen. Wisch dir den Arsch ab und steh auf. Da konnte ich jetzt nicht anders. Okay, haben wir sie jetzt alle? Ihn haben wir ja schon geklickt. Hier fehlt noch einer. Mr. Miller. Macht immer Probleme, der Typ, ne? Es ist immer das Gleiche. So. Raus jetzt da! Ich muss mich echt mal zusammenreißen. Nur nochmal der Hinweis an der Stelle. Es ist nur ein Computerspiel, Leute. So, dann haben wir sie alle, oder? Was ist mit ihm hier oben? Gehen wir erstmal zu ihm nach oben. Der will nicht. Muss ich den, Moment mal, muss ich den überhaupt klickern? Robinson. Steht nicht auf meiner Liste, ne? Kann ich ihn klickern? Nö. Okay, komisch. Also der scheint irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören, kann das sein? Aber das ist ja alles Zellenblock B. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber scheinbar gelten für das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss irgendwie unterschiedliche Regeln. So, mit ihm. Sollen wir gleich mit ihm sprechen? Ja, wir machen einmal hier die Aufgabe fertig. Und dann quatschen wir den Typen an. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Er hat schon wieder hier das Schlägerei-Symbol über dem Kopf. So. Alle überprüft. Sollen wir vielleicht auch direkt noch ein bisschen... ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ich muss dir mal schnell irgendwie ein bisschen Scheiß verkaufen. Und wir müssen dann auch bald schon wieder hier ein paar Sachen durchsuchen, ne? Das hilft ja alles nichts. Wir haben kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Wir haben keine Ware mehr. Katastrophe. Einmal kurz stichprobenartig. Da haben wir schon was. 1, 2, 3, 4 Sachen würde ich ganz gerne an mich nehmen. Eine Feile! Eingepackt. Ich überlege auch gerade, wir hatten ja neulich dieses, das Smartphone gefunden in einem Päckchen. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, nein, nicht dein Ernst. Wäre natürlich auch ganz interessant zu wissen, ob das dann wirklich seinen Weg in die Zelle finden würde und ob das irgendwie vielleicht irgendeine Art von Auswirkung hat, wenn hier drin plötzlich einer ein Handy hat. Das wäre spannend. Wahrscheinlich nicht. Aber es wundert mich halt. Wir sind ja schon eine ganze Weile hier in diesem Spiel unterwegs und bislang gab es halt einfach keine Smartphones. Das haben wir neulich zum ersten Mal gesehen. Kannst du mal hier bitte wegtreten? Er will nicht. Na gut. Lassen wir ihn in Frieden. Bin ja kein Unmensch. Nehmen wir. Ich glaube, es ist halt wirklich völlig egal, was man macht. Es gibt einfach keine Konsequenzen. Ah, sieh mal einer an. Sichergestellt. Also außer, dass halt dann vielleicht der Respekt bei den Wachen oder respektive bei den Häftlingen mal so ein bisschen sinkt. Aber das sind ja alles so sehr, sehr geringe, in einem sehr geringen Maße in der Stadt.
So, ich würde mal sagen, wir haben wieder ein bisschen Material. Habe auch den Eindruck, insgesamt die Schmuggelware hat schon ein bisschen zugenommen. Oder genauso wie die Aggression zugenommen hat. Also, dass man hier gleich 3, 4, 5 Schlägereien während einer Durchsuchung hat, beziehungsweise während einem Appell, hatten wir früher halt auch so nicht, ne? Früher, damals in der guten alten Zeit. Okay, gut. Dann einmal Albert Robinson hier drüben. Was hast du zu sagen? Du musst etwas für mich besorgen. Ein Kontopasswort wollen wir hacken. Aha, interessant. Etwa das Kontopasswort vom Direktor? Welches Passwort? Bankkonto, soziale Medien, ein Profilkonto auf einem PC. Scheinbar, oder? Wie viel? 500. Ja, kein Problem. Aber wir schauen mal, vielleicht kann man das noch ein bisschen runterhandeln. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich werde bei der Lieferung bezahlen. Okay, gut. Das kann jetzt auch wieder ein bisschen dauern, ne? Bis der das Hacking-Kit beschafft hat. Irgendwer hat doch hier gerade schon wieder rumgebrüllt, oder? Da täusche ich mich. Okay. Wir werden gerade noch mal ganz kurz hier ins Geschäft kommen. Verkaufen. Und dann werden wir die Freizeit wieder ein bisschen für euch zumindest kurz halten. Und dann schauen wir mal, wie es am heutigen Tage noch weitergeht. Weiter geht's mit Hofgang. Ich habe übrigens gerade als Freizeitbeschäftigung einmal eine Kamera repariert. Das kostet allerdings Geld, muss man dazu sagen. Das wird dann vom Gefängnisbudget abgezogen. Da muss man einfach ein paar kaputte Teile austauschen. Und also, wenn man Geld sparen will, ist das wohl die denkbar ungünstigste Freizeitbeschäftigung. Wir haben aber trotzdem noch ein bisschen Budget und ich würde tatsächlich auch in dieser Folge noch mal ein bisschen was ausgeben wollen. Und zwar würde ich ganz gerne einfach noch mal die Anzahl der Zellen erhöhen insgesamt. Was haben wir sonst noch eigentlich auf dem Plan? Ah, Laundry, also Wäscherei. Das werde ich dann aber tatsächlich diesmal mit dem Funkgerät hinfort delegieren. Und ich denke mal, die Geschichte mit diesem Hacking-Kit, das wird jetzt einfach ein bisschen dauern. Okay, gut. Augen auf. Ich sehe auch gerade, die Rüstung hat ein bisschen gelitten. Kann man die eigentlich nicht reparieren? Muss ich tatsächlich dann eine neue kaufen? Kann das sein? Wahrscheinlich schon, oder? Ja gut, wir könnten natürlich die Zeit auch nutzen und hier noch ein bisschen ins Geschäft kommen. Achso, den haben wir schon pleite gekauft. Beziehungsweise pleite verkauft. Hat er noch ein bisschen was übrig? Ich glaube, die schlägern sich schon wieder irgendwo. Ah, der geht einfach auf mich los. Was ist denn da los? Herr Hoffmann, reißen Sie sich zusammen. Okay. Situation befriedet. Eine Aufgabe hat sonst niemand mehr für mich, ne? Ich würde gerne nochmal so eine Nebenquest annehmen, aber wir können hier aktuell... Es brennt! Es brennt! Wie schaffen die das denn immer hier wieder? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Wo haben wir denn Feuerlöscher? Ah, hier. Es ist mir ein Rätsel, wie es die Jungs immer wieder schaffen hier. Und ihr sitzt gemütlich daneben. Geil. Was liegt denn da? Da liegt doch irgendwas. Karamellkuchen. wo ist der Feuerlöscher? Entschuldigung. Ich war abgelenkt durch einen Karamellkuchen. So. Ah, nicht, dass die hier vielleicht noch wegen Schwelbrand und so. So. Ich denke, hier haben wir auch wieder Ordnung hergestellt. Legen den Feuerlöscher wieder zurück auf seinen zugewiesenen Platz. Er hatte hier auch dieses Schlägerei-Symbol. Hat er jetzt gerade jemanden zusammengefaltet oder hat er gerade schon wieder eine Schlägerei im Blick? Moment! Öffentliches Urinieren ist nicht okay. Abschütteln nicht vergessen. Packt der schon wieder aus? Ich glaub's ja nicht. Hörst du auf jetzt?
Du bist hier im Internet. Kannst nicht bringen, Junge. Die führen doch auch was im Schilde, oder? Aber ansonsten eigentlich relativ friedlich. Hatten wir ihn schon? Moment. Ah, er hat noch. Okay, dann haben wir sowieso gleich unsere ganzen illegalen Sachen wieder an den Mann gebracht, sozusagen. Ah, das kann er sich gerade so nicht leisten. $1 fehlt ihm. Ärgerlich. Können wir noch ein paar durchsuchen eigentlich? Willkürlich. Schmuggelware. Ah, okay, ist legal. Lassen wir ihn natürlich. Wie schaut's eigentlich? Oh, Respekt ist jetzt doch wieder ein bisschen gefallen, ne? Aber ich meine, das ist ja alles noch gut im Rahmen hier. 96,7 bei den Wachen. 49,3 bei den Häftlingen. Okay, dann haben wir jetzt nochmal Freizeit. Ich würde die Gelegenheit nutzen und ins Büro des Direktors gehen und einfach nochmal die Zellenkapazität erhöhen. Ich denke, das werden wir tun. Büro des Direktors. Da müssen wir uns ja sowieso demnächst mal reinhacken hier. Einmal einloggen. Haben wir eigentlich mal neue E-Mails bekommen oder so? Nee, da kam ewig nichts rein, ne? Tag 20. Die Anfragen und Beschwerden, tralala. Okay, nee. Gut, was wollte ich? Gefängnis. Ach, die kosten ja nur 200. Ach, das ist Block A. Moment. Block A. Mit dem Block A können wir ja noch nicht wirklich interagieren, so in dem Sinne, ne? Deswegen kaufen wir jetzt einfach wieder für Block B. Das ist ja der große, der zweistöckige. Eine weitere Zelle. Und vielleicht direkt noch eine. Und vielleicht direkt noch eine. Und ich glaube, eine geht noch. Okay, bin ich mal gespannt. Könnten wir sonst noch irgendwas tun hier? Nee, da haben wir jetzt zu wenig Budget, ne? Aber wir haben für unser Privatvergnügen, haben wir dann doch einiges. Weste. Sollen wir da nochmal? Ich schätze mal, dass man einfach eine neue kaufen muss, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir kaufen. Ja. Sonst Pfefferspray war leer, ne? Da kaufen wir auch nochmal eins nach. Okay, dann sind wir eh schon wieder bei 400 angelangt. Okay, gut. Dann Freizeitbeschäftigung wie üblich werde ich... Ich glaube, ich mache nochmal eine Waffe sauber. Und zwar ein ziemlich dickes Gerät hier. Das dürfte dann wohl, glaube ich, auch die größte oder stärkste Waffe sein, die es gibt im Spiel. Glaube ich zumindest. Ich meine, dass danach nicht mehr allzu viel kommen dürfte. Wir haben jetzt... Ich glaube, dass wir so ziemlich alles freigeschalten haben dann. So schön langsam, aber sicher. Was ich mich nur frage in der Anwendung... Also bislang hatten wir halt keine Zielfernrohre. Aber vielleicht... Weiß nicht, sind die dann auch erst, stehen die erst zur Verfügung, wenn man tatsächlich dann den Aufstand hat. So, dann setzen wir sie wieder zusammen. Das gute Stück hier, ne? Also die Zieloptik, die hätte ich ja schon ganz gerne mit dabei. Okay, sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Das neue Werkzeug, was uns hiermit freigeschalten wurde. Okay, ich würde sagen, hier wird es jetzt weitergehen. Sollen wir vielleicht uns nochmal ganz kurz die dazu gewonnenen Zellen ansehen? Ich glaube, das werden wir mal ganz kurz begutachten, oder? Ja. Das müssten ja jetzt 3 oder 4 waren es, die ich gekauft habe. Ja, okay, gut, hier drüben. Die sind halt jetzt noch nicht gefüllt, ich denke mal. Das wird dann aber über die Bühne gehen, wenn wir wieder neue Häftlinge hier in unserem wunderbaren, in unserer wunderbaren Besserungsanstalt willkommen heißen. Okay, gut, dann bringen wir jetzt hier noch die Wäschereigeschichte über die Bühne. Beziehungsweise, das werde ich natürlich... Ah, Schnee. Besorge dir $500 für das Hacking-Kit. Okay, das kann ich jetzt aktuell gar nicht zahlen. Da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht. Denn wir müssen ja... Da müssen wir einfach nochmal ein bisschen Geld verdienen. Okay, gut. Ich werde das jetzt hier einmal aktivieren. Dann schauen wir mal. Hier mit dem Funkgerät.
soll ich das ja angeblich delegieren können. So, kein Bock auf den Mist. Achso. Ach, der Elektroschocker. Okay, das war jetzt quasi hier nur die Einführung, die Kurzeinführung. So. Über meine Schicht, ich habe andere Dinge zu tun. Genau, zum Beispiel den Elektroschocker ausprobieren. Verstanden, Sir. Wunderbar. Okay, das bringt halt dann wahrscheinlich einfach nichts, ne? Im Sinne, also keinen Respekt und so weiter, schätze ich mal, oder? Aber man muss sich einfach nicht mit dem Zeug herumärgern. So, dann wäre der Tag eigentlich vorbei. Sollen wir den Elektroschocker vielleicht noch schnell testen? Nur ganz kurz ausprobieren. Ist vielleicht gerade hier jemand drin zufällig? Nein. Ich bin auch gespannt, ob wir irgendwann mit diesem Zellenblock hier auch noch interagieren können. Also, muss ja eigentlich fast so sein, oder? Oder sind wir wirklich nur für Block B zuständig? So, gut. Ich brauche ein Versuchskaninchen. Es tut mir jetzt schon leid für Mark Jones. So, okay. Naja, vielleicht verkauft er mir noch irgendwas. Okay, ich glaube, er will nicht mehr. Doch, er redet noch ganz normal mit mir. Okay, alles gut. Ja, shit, okay, wir müssen halt jemanden finden, beziehungsweise... Ja gut, das machen wir einfach am nächsten Tag. Dann haben die ja quasi ihr Budget wieder. Wir könnten aber schnell abschließend noch ein paar Durchsuchungen durchführen. Einfach, weil wir haben ja nichts mehr zum Verkaufen und wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld machen. Ich fürchte nur, nachdem die jetzt hier schon weggeschlossen sind... Ah, na, wobei, da geht schon was. Da geht was. Da werden wir schon ein bisschen was finden. Ja, wir müssen halt nochmal knapp 80 Dollar verdienen, sozusagen. Deswegen gehen wir hier nochmal. Wir können auch oben eigentlich mal reinschauen. Oben habe ich noch gar nicht durchsucht, oder? Ja, alles sauber. Den haben wir, glaube ich, in dieser... An diesem Tag waren wir hier, glaube ich, schon dran, ne? Und ich denke mal, man kann täglich halt nur einmal durchsuchen. Beziehungsweise einmal täglich einfach nur etwas finden. Lass uns mal hochgehen zu den... Ja, wobei, wir haben ja nur den einen bislang. Nee, lohnt sich gar nicht. Wir müssen erstmal die anderen Zellen noch gefüllt bekommen. Ich hoffe, dass wir dann demnächst auch schon sehr bald Neuzugänge bekommen. Wäre ja schade, der Leerstand hier. Ach ja, das ist natürlich auch das... Kam, glaube ich, auch neulich mal in den Kommentaren, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, erst die Upgrades für die Zellen zu holen, weil sonst möglicherweise, wenn wir dann nochmal irgendwie bessere Toiletten kaufen oder sowas, dass es dann insgesamt teurer wird, wenn wir mehr Zellen haben. Da habe ich natürlich, so weit habe ich gar nicht gedacht. Nein, 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 bitte nicht. Kannst vergessen. Dein Shit gehört mir. So, den nehmen wir noch mit. Sehr gut, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, das ist eine beliebte Ware hier. Die finde ich jeden Tag mehrmals. Okay, ich glaube. Dann lassen wir es mal gut sein für heute. Wir beenden mal die heutige Schicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall direkt in der nächsten Folge schauen, dass wir die 500 Dollar wieder voll bekommen. Damit wir uns hier dieses Hacking-Kit auch wirklich leisten können. Okay. Einmal mit dem Kollegen gequatscht. Heute ist es vorbei. Ja, hat also tatsächlich Respekt bei den Wachen, minus 1. Respekt bei den Gefangenen, minus 5 ist natürlich. Und Aufstandsrisiko ist wieder ein bisschen gestiegen, aber ist immer noch ganz schön gering. Und wir hatten auch schon länger keinen mehr, ne? Na gut, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.